Sehr geehrte Stadtverordnetenvertreterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich möchte diesen Redebeitrag nutzen, um nochmal auf die Wichtigkeit dieser Tarifverhandlungen aufmerksam zu machen, und zwar unter feministischen Gesichtspunkten. Denn im Berufsfeld der sozialen Arbeit sind 83% der Beschäftigten Frauen. Ihre Arbeit wird häufig schlecht bezahlt, es gibt massiven Personalmangel und häufig erhalten die Kolleginnen trotzdem nur befristete Verträge und damit keine Planungssicherheiten, während sie unter großer Arbeitsbelastung stehen. Und das alles, obwohl Corona deutlich gezeigt hat, wie relevant und unverzichtbar die vielen verschiedenen Sorgearbeiten mit jungen und alten, kranken und gesunden Menschen in einer solidarischen Gesellschaft sind. Diese Abwertung hat System. Die Verantwortungsübernahme für andere Menschen ist weniger profitabel und dabei scheinbar auch nichts wert. Es braucht eine Gesellschaft, in der unsere Bedürfnisse und Beziehungen anstelle von Profit im Zentrum stehen. Die Arbeitsverhältnisse der Arbeiterinnen im Sozial- und Erziehungsdienst gehen uns alle an, weil wir alle direkt und indirekt betroffen sind. Wir alle und uns nahestehende Personen nehmen ihre Arbeit in Anspruch. Wir sind Klientinnen, Eltern und Angehörige. Zugleich halten uns die Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen und Assistentinnen den Rücken frei, sodass wir unseren Alltag meistern können. Sie ermöglichen uns damit überhaupt erst, dass wir unseren Lohnarbeiten nachgehen können. Denn ihre Arbeit ist die Grundlage, ohne die keine andere Arbeit verrichtet werden könnte. Damit sind die Wertschätzung für die Kolleginnen im Sozial- und Erziehungsdienst endlich auch im Gehalt und in den Arbeitsmärkten ausgedrückt werden. Und dafür muss auch politischer Druck ausgeübt werden. Der gewerkschaftlich organisierte Streik im Sozial- und Erziehungsdienst ist auch nur ein Anfang davon. Weiterführend braucht es eine flächendeckende Aufwertung dieser lebensnotwendigen Arbeiten, und das sowohl in der bezahlten als auch im unbezahlten Bereich. Und hier kam mir schon die Frage, was wir jetzt hier konkret tun können. Wir fordern Sie auf in dem Antrag, dass die Stadt Kassel als Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband die Möglichkeit hat, die Forderungen der Beschäftigten zu unterstützen und die Stadtverordnetenversammlung ganz solidarisch zeigen. Hier wurde schon mehrfach gesagt, dass das nicht ginge. Aber wenn hier im Redebeitrag vor mir gesagt wurde, von politisch niemandem sagen wird, den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst die Solidarität ab, dann möchte ich Sie gern wörtlich nehmen und lade Sie alle ganz herzlich zum Solidaritätsbündnis ein. Das trifft sich diesen Mittwoch wieder um 19 Uhr. Die Kundgebung heute von der Stadt haben Sie ja leider verpasst, aber auch so können Sie solidarisch sein mit den Erzieherinnen und Erziehern, die abgestraft sind. Danke.